Jetzt die Frage, wie findet man eigentlich Primzahlen? Ich habe da mal was vorbereitet, ja? Wie in der super Kochsendung hier. Zack, hole ich die Sache hier aus dem Herd raus, alles schon gekocht. So, wie findet man eigentlich Primzahlen? Ich meine, man kann jetzt anfangen, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, bis zu einem bestimmten Punkt kommen wir alle noch ganz gut hin. Ne? 19, was ist die nächste Primzahl? 23, dann kommt? 27. Bitte 27? 27 ist eine Primzahl? Nee, ne? 9, was? 29, 29 ist erstmal eine, ne? Dann 31, was kommt dann? 37? Ja. Nein, ja, höre ich. Naja, gut. Irgendwann wird es schwierig. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie in größeren Bereichen sind, dann wird es richtig schwierig, ja? Ja, das ist ja das Sieb des Eratosthenes. Dankeschön. Das Sieb des Eratosthenes. Ich schreibe es Ihnen mal an, ja? Sieb des Eratosthenes. Na, bitte merken Sie sich, wo das H steht. Eratosthenes. Wenn Sie das schon genannt haben, wissen Sie auch, wie es funktioniert. Wo sind Sie? Ja. Streicht dann alle Vielfachen der 2 raus und die nächste Zahl, also die 3, streicht die Vielfachen der 3 raus. Und so weiter, genau. Also ich habe die 1 erstmal nicht hingeschrieben. Wir wollen Primzahlen finden, 1 ist definitiv keine, also können wir schon mal weglassen. Wir gucken nur alle natürlichen Zahlen größer als 1 an. So, jetzt nehme ich mir mal die erste Zahl, die 2 ist eine Primzahl. Jetzt nehme ich mir die und streiche alle Vielfachen dieser Zahl weg. Vielfache wegstreichen heißt, die können keine Primzahlen sein, weil sie Vielfache einer Primzahl sind. Also die 4 kann keine sein, die 6 kann keine sein, 8 kann keine sein, 10 kann keine sein. 12 kann keine sein, 14 nicht, 16 nicht, 18 nicht, 20 nicht. Aha, hier kriege ich jetzt schon irgendwie so ein gewisses System, gell? Ich habe die ja schon ein bisschen strukturiert aufgeschrieben, das heißt, hier stehen lauter Vielfache der 2. Also kann ich doch die hier streichen, weg damit, weg damit, ja? So, hier stehen lauter Vielfache der 2. Alle gestrichen, da stehen lauter Vielfache der 2. Hier, wieso habe ich denn hier aufgehört bei 45? 46, 47, da bin ich vorhin abgelenkt worden. Wollte eigentlich bis zur 50 gehen. So. So, die weggestrichen und hier hinten stehen lauter Vielfache der 2. So, das können keine Primzahlen sein. So, jetzt geht man einfach weiter vor, ne? 3. Jetzt streichen wir alle Vielfachen der 3. 3 bleibt stehen, 3 ist eine Primzahl. Offensichtlich ist die nächste Zahl dann eine Primzahl, weil sie nicht gestrichen wurde und kein Vielfaches einer Zahl ist, die kleiner ist. Ja? Also ist 3 eine Primzahl, also streichen wir die Vielfachen der 3. 6 ist schon gestrichen. Okay, müssen wir nicht doppelt streichen. 9 ist ein Vielfaches der 3. 12 schon gestrichen. 15 ist ein Vielfaches der 3, 18 schon gestrichen. Ja, logisch, jedes, ne? Jedes Vielfache der 6 ist ja schon gestrichen, weil wir die 2 mit dabei hatten. Also 2 mal 3, jedes zweite Vielfache der 3 ist bereits gestrichen. Also können wir die 18 nehmen und, die 18 war gestrichen, genau, die 21 und jetzt addieren wir da mal 6 drauf. 21 ist gestrichen, 27 ist gestrichen. 33 streichen, 39 streichen, 45 streichen, okay, so. Alle Vielfachen der 3 sind gestrichen. Jetzt geht's weiter, nehmen wir die 5, ne? 5. 5 ist eine Primzahl, weil sie noch nicht gestrichen ist und kein Vielfaches einer kleineren Zahl. 5 nehmen, was müssen wir streichen? Die 10 ist gestrichen. Wegen 5 mal 2. Die 15 ist gestrichen wegen
5 mal 3. Die 20 ist gestrichen wegen 5 mal 2 mal 2. Die 25 noch nicht. Ah ja, 25 ist 5 mal 5. Haben wir noch nicht gestrichen. Können wir streichen. So. So, die 30 ist schon gestrichen. Die 35 noch nicht. 5 mal 7, ja, die können wir noch streichen. 40 ist gestrichen, 45 gestrichen, 50 gestrichen, fertig. So. Die nächste Zahl. Jetzt nehmen wir die 7. Alle Vielfachen der 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 ist noch nicht gestrichen. 7 mal 7. 7 mal 2, 7 mal 2 Quadrat, 7 mal 3 und so weiter, war alles schon gestrichen. 7 mal 5 und so. 7 mal 7 noch nicht. 49 streichen. Okay. Elf, oder? Ja, nehmen wir mal. 11, 22 schon gestrichen, 33 ist gestrichen, 44. Okay, muss ich gar nichts mehr streichen. Aha, gar nichts mehr streichen. Nehmen wir mal die 13. 13, 26 schon gestrichen, 39 schon gestrichen. Muss ich auch nichts mehr streichen. Komisch. 17. 34 schon gestrichen, muss ich auch nichts mehr streichen. 19, 38 schon gestrichen, muss ich auch nichts mehr streichen. Gar nichts mehr streichen? Warum ist denn das so? Also ich verrate dir was, ich bin fertig. Ich kann aufhören. Nach der 7 kann ich aufhören. Warum? Bitte? Ja, die 9 ist auch keine Primzahl. Genau, ich müsste jetzt nach der 7 als nächstes die 11 nehmen. Warum muss ich die 11 nicht mehr nehmen? Ja. Weil das ja alles Vielfache von dem kleineren Teil sind, also sprich 2 mal 11 auch. Ja. Und so geht es dann weiter. Und ja, jetzt unter 50 werden wir keine finden. Wenn es höher geht, dann muss man ja auch noch die anderen berücksichtigen. Wenn es höher geht, muss man noch die anderen berücksichtigen, genau. Wenn wir jetzt bis 100 machen wollten, hätten wir die 11 noch nehmen müssen. Ja. Nee, hätten wir die 11 auch nicht mehr nehmen müssen. Wenn wir noch eine größere Zahl gehabt hätten, die 1000, dann hätten wir die 11 nehmen müssen. Ja? Die zweite Stelle wiederholt. Bitte? Die zweite Stelle wiederholt sich, die eine Zahl. Die zweite Stelle wiederholt sich, die eine Zahl? Ach so, Sie merken jetzt hier, dass bei den Primzahlen hinten immer eine 1, eine 3, eine 7 oder eine 9 steht? Oder eine 5, ne? Aber nur hier steht eine 5. Also die 2 und die 5 sind hier eine Ausnahme, ansonsten haben wir hinten immer eine 3, eine 1, eine 7 und eine 9. Interessant. Aha. Aber es könnte doch eine dieser Zahlen trotzdem noch eine Primzahl, keine Primzahl sein. Oder? Haben alle Zahlen, die 1, 3, 7 und 9 hinten haben, sind es Primzahlen? Nee, ne? Welche zum Beispiel nicht? 39. 39 ist keine Primzahl, hat aber auch eine 9 hinten. Naja, okay, Sie stellen also fest, wenn ich eine Primzahl habe, dann steht hinten 1, 3, 7 oder 9 als letzte Ziffer. Aber ich kann nicht schließen draus, dass es umgedreht auch so ist. Ja? Also wenn ich eine Zahl habe, wo hinten eine 1, 3, 7 oder 9 als letzte Ziffer steht, heißt es nicht automatisch, dass es eine Primzahl ist. Wenn es aber nicht der Fall ist, ist es keine Primzahl. Klar, ne? Weil alle, bei denen hinten 0, 2, 4, 6 oder 8 steht, sind ja Vielfache von 2, also gerade Zahlen. Und wenn hinten eine 5 steht, ist es ein Vielfaches von 5, kann ich auch ausschließen. Hat mit dem Dezimalsystem zu tun, mit dem Stellenwertsystem. Okay. Aber das war nicht wirklich der Grund, warum ich aufhören soll, weil es könnte ja sein, dass hier noch eine andere Primzahl drin ist, ja? Wenn man die gelöste
Primzahl jetzt in unserem Fall die 7. Ja. Und der letztgrößere multipliziert, dann gehen wir auf die 35. Und wenn man die 7 dann mit sich selbst multipliziert, ja, dann die 49. Ja. Und die nächstgrößere Primzahl, oder die nächstgrößere Zahl, wo sich Primzahlen finden würden, wäre dann irgendwie die 11 mal 11 oder die 11 mal 7. Und da die 49 unsere größte Zahl ist, genau, können wir eigentlich aufhören. Ja, das ist ein geht absolut in die richtige Richtung. Richtig. Sie haben die 7 haben wir als letztes genommen. Da haben wir das letzte Mal ausgestrichen. 7 mal 7 ist 49. Die Zahl haben wir als letztes gestrichen. Wenn ich jetzt die 11 nehme, dann müsste die 11 mit einer Zahl multipliziert ja irgendeine Zahl geben, die kleiner ist als 50, damit ich die streichen kann. Diese Zahl müsste kleiner sein als 11. 11 mal 11 ist größer als 50. Also wenn ich eine Zahl mit 11 multipliziere, sodass potenziell noch eine zu streichende Zahl hier rauskommt, dann müsste ich die 11 mit einer kleineren Zahl als 11 multiplizieren. Das habe ich ja aber alles schon gemacht. 11 mal 2, 11 mal 3, 11 mal 5, 11 mal und so weiter, habe ich doch alles schon gestrichen. Der Punkt ist, wenn Sie in Komplementärteilern denken, wenn ich einen Teiler habe, hier ist mein n gleich 50, wenn ich einen Teiler habe, der kleiner ist als Wurzel n, dann ist der Komplementärteiler größer als Wurzel n, damit beides zusammen n ergibt. Also wenn ich Wurzel n habe, dann ist Wurzel n mal Wurzel n ja gleich n. Wenn ich diesen einen Teiler kleiner mache als Wurzel n, dann muss der andere größer sein als Wurzel n, damit beides wieder n ergibt. Oder wenn ich einen kleiner mache als Wurzel n und den anderen so belasse, dann bin ich kleiner als n. Wenn aber ein Teiler größer ist als Wurzel n, dann muss der andere auf jeden Fall kleiner sein als Wurzel n, damit eine Zahl kleiner gleich n rauskommt. Wenn ich also streiche, dann nehme ich alle Zahlen, die kleiner sind als Wurzel 50. Alle Zahlen bis zur Wurzel aus 50, oder naja, sagen wir mal Wurzel aus 49 ist die 7, ja? Also alle Zahlen bis zur Wurzel, weil die Komplementärteiler dann, oder multipliziert mit den Komplementärteilern, die potenziell noch größer als die Wurzel n sein können, multipliziert dann maximal 50 ergeben. Sobald ich über die Wurzel n rübergeschritten bin, sobald ich über die 7 hier rübergeschritten bin, bräuchte ich für die 11 einen Komplementärteiler, der kleiner ist als Wurzel n. Und die habe ich ja alle schon berücksichtigt. Es kann kein Vielfaches dieser mehr zu streichen sein. Das heißt, ich gehe mit dem Sieb des Eratosthenes immer bis Wurzel aus n. Also bis zur Wurzel der n-Zahl. Okay, so, jetzt eine Frage, die man sich stellt, wenn man mit Primzahlen arbeitet. Wie viele gibt es überhaupt? Gibt es unendlich viele oder gibt es irgendwo eine größte Primzahl? Ist ja wie in der Schule, hier werden Zettelchen rumgereicht. Was steht denn drauf? Geben Sie mal her. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Man wird keine größte finden. Es gibt immer noch eine größere. Jetzt kann man sich überlegen, woher weiß man das? Ja, woher weiß man das? Ich meine, so ausprobieren kann ich zum Beispiel mit dem Sieb des Eratosthenes nur bis zu einer endlichen Zahl. Ich kann noch eine größere nehmen, bis dahin streichen, noch eine größere, bis dahin streichen und so weiter. Aber ich werde nie sicher sein, dass ich nicht da schon die letzte Primzahl drin gefunden habe.